Jo Leute, was geht ab? Wir sind in Österreich. Berge im Hintergrund, Kuhglocken, die klingeln. Und hiermit beginne ich diesmal die Vlog-Reihe durch Österreich. Wir sind heute hier im Brandnertal, heute angekommen und wir werden hier jetzt so ein bisschen uns umschauen. Und wir haben noch eine krasse Überraschung, weil wir haben einen krassen Van für diesen Trip. Das ist kaum zu glauben, aber mit dem Transit haben wir schon wieder nicht den Bike-Trip geschafft. Aber das, was wir jetzt haben für die zwei Wochen, ist echt megamäßig. Deswegen freut euch auf diese Videoreihe. Heute nehme ich euch mit, heute ist der Start. Und heute machen wir es hier ganz gemütlich, zeige euch ein bisschen, wo wir hier sind, zeige euch den Van, erkläre euch ein bisschen, wie das im Brandnertal läuft, weil das hat schon ein paar Überraschungen gegeben hier. Aber egal, darüber reden wir später. So Leute, wir sitzen im Lift, gerade wieder nach unten. Wir haben ja gerade kein Rad mit hoch gehabt. Und wir waren nur bis zur Mittelstation. Man kann allerdings noch einen zweiten Lift nehmen. Und mit dem zweiten Lift fährt man dann sozusagen bis nach ganz oben. Und von ganz oben gibt es dann nochmal irgendwie Strecken. Wie das Ganze genau aussieht, das schauen wir uns morgen an. Hier sind noch ein paar Strecken irgendwie noch gerade so in der Mache, habe ich den Eindruck. Das heißt, da ist so ein bisschen, wird einfach noch viel gebaut gerade. Sieht allerdings alles relativ trocken aus, obwohl gestern wohl noch jede Menge Regen hier war. Ich bin schon gespannt auf morgen. Heute bin ich echt ein bisschen platt. Aber wir wollten einfach schon den Tag hier so ein bisschen verbringen und ganz entspannt ankommen und nicht irgendwie Stress haben mit den Zeiten. Zwei Tage bzw. zwei Nächte sind wir hier und dann geht's weiter zum nächsten Ort, weil wir schauen uns noch zwei, drei Spots auf jeden Fall an, bevor wir zu unserer Final Destination kommen dieses Jahr. Und dort bleiben wir dann eine ganze Woche und schauen da, dass wir euch ein bisschen coolen Content liefern, weil das ist eine Bike-Region, die jetzt noch nicht so super bekannt ist, aber ich bin mir sicher, ihr kennt die schon. Ja, wir gondeln jetzt gemütlich hier runter. Es ist übrigens echt ein sehr, sehr entspannter Lift. Ist vergleichbar mit dem Lift in Winterberg, der Panorama-Lift. Ja, wir gondeln gemütlich nach unten und dann melde ich mich wieder. Wir haben unseren Platz jetzt hier uns geschnappt. Wir standen erst unten am Parkplatz, wo man aber nicht nächtigen darf eigentlich. Und wenn Plätze belegt sind, darf man unten parken. Aber wir geben euch erstmal jetzt so ein paar kleine Infos zum Bikepark Brandnertal, die wir heute schon gelernt haben. Erstmal das Erste, was uns ziemlich überrascht hat, als wir hier angekommen sind, ist, dass wir eine ziemlich steile Straße hochgefahren sind und das mit einem großen Camper, was ich nicht gewohnt war, und 130 PS, das hätte auf jeden Fall mich einer vorwarnen können. Also wenn ihr hier ankommt, dann macht euch darauf gefasst, dass ihr auf jeden Fall eine ziemlich lange, steile, schmale Straße hochfahrt. Camping könnt ihr online so ein Check-in machen. Auf der Website ist auch alles super gut und super easy beschrieben. Danach geht ihr runter hier zum Wallride Store und könnt dort für die Nächte, die ihr bleibt, bezahlen. Es gibt hier Duschen, Toiletten, Strom, also eigentlich alles, was man so braucht, um so einen entspannten Bikepark-Trip zu machen. Die Strecken haben wir bisher noch nicht gesehen, da geht es morgen drauf, aber was es hier mit dem Camper auf sich hat, das erzähle ich euch später. So, ihr Lieben, ich chill gerade ein bisschen, weil wir sind mitten in der Nacht mal wieder losgefahren, so wie wir es eigentlich immer machen, wenn wir nach Österreich fahren. Weil eigentlich ist es so die beste Option, um nicht irgendwie in krassen Verkehr zu kommen. Und wir sind diesmal fast gar keinen Stau gefahren. Und ich realisiere gerade einfach, wie krass das ist, wenn man hier jetzt so im Bett liegt hinten, da rausguckt und die Berge sieht, Leute. Ich zeig's euch nochmal. Der absolute Hammer einfach. Aber wie das Ganze zustande gekommen ist, das fragen wir jetzt einfach mal die Michi. Michaela, ja? Erzählst du den Leuten, wie das mit dem Van hier zustande gekommen ist? Jetzt? Jetzt, ja. Wo soll ich hin? Ich bin nicht kamerafertig. Bin ich so im Bild? Ja. Ja.
Wie der ein oder andere sicher weiß, bin ich auf Instagram eine große Nummer. Nein, mach bitte weg. Also, auf jeden Fall mache ich ja Instagram und habe da auch ein paar Follower. Und deswegen hatte Dometic mir geschrieben und gefragt, ob ich nicht Bock hätte, den Van mal mit auf den Trip zu nehmen, den der Freundship gebaut hat. Das ist der Dominik Freund. Einige von euch kennen bestimmt seinen YouTube-Kanal. Und auch mit Sicherheit die Roomtour von diesem Fiat Ducato, weil das einfach ein wirklich richtig geiler Umbau ist. Und ja, Dometic hat gefragt, ob ich Bock habe, den mitzunehmen. Und da sage ich natürlich nicht nein. Ja, und jetzt sind wir hier. Yes, genau. Wenn ihr euch für diesen Van interessiert, ihr werdet ihn natürlich jetzt die ganze Zeit irgendwie auf unserem Trip hier sehen. Aber schaut euch, wenn euch der Van interessiert, die Roomtour an vom Dominic, weil das, was hier alles drin ist, was er da alles reingebastelt hat und wie geil es auch alles zusammenpasst, das könnte ich nicht gebührend genug wiedergeben in dem Video. Und er hat es einfach mega gut gemacht. Er ist da, hat da natürlich das Fachwissen auch. Meine Kompetenz übersteigt das. Und ich sehe einfach nur, dass das alles mega geil aussieht. Ja. Dass der Van eigentlich keine Wünsche offen lässt. Es ist wirklich ja, eine krasse Nummer. Also es ist einmal so von unserem Van jetzt so, von 0 auf 100 einfach. Ne? Ja. Also sagen wir, unserer ist ja nicht 0, aber unserer ja, ist so... Der Detlef hat auch schon einige Extras so, die ein normaler Transporter nicht hat. Auf jeden Fall. Aber im Vergleich hierzu ist der Detlef halt einfach nichts, ne? Muss man mal so sagen. Ja, also das hier ist wirklich einfach eine überkrasse Nummer. Also ich werde mit Sicherheit noch öfter schwärmen hiervon und bin jetzt schon nach Tag 1. Ich lag da gerade hinten rausgeguckt, dachte schon, ja. Ich würde sagen, also ich bin eigentlich dafür, dass wir heute essen gehen. Ja, du willst Burger, ne? Ja, oder zumindest da unten irgendwas essen. Immer Burger, Leute. Morgens Burger, mittags Burger. Wir müssen den Leuten auch hier die Gastronomie näher bringen. Ja, aber wir müssen den Leuten auch zeigen, wie wir hier kochen. Ja, machen wir ja auch noch. Ja. Ja, wir gucken mal. Vielleicht gehen wir gleich was essen, dann nehme ich euch mit. Aber ich weiß nicht, wie das da ist so mit Kamera und Film. Vielleicht aber einfach ja, auf dem iPhone heimlich. Ja, ich nehme euch auf jeden Fall mit und wir quatschen später wieder.